Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und zu Folge Nummer 2 von Felix Gartenrundgang. Heute beginnen wir nicht im Garten, sondern im Anzuchtkeller, aber keine Sorge, wir gehen nachher noch in den Garten. Heute möchte ich euch aber zu Anfang erst einmal meinen Anzuchtkeller zeigen, beziehungsweise das habe ich ja schon mal in einem Video, findet ihr hier oben. Heute zeige ich euch ein Update der Pflanzen, die hier gerade so drin stehen. In Folge Nummer 1, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, habe ich immer mal gesagt, was hier gerade aktuell so bei uns zu Hause ja noch steht und dass wir bald alles im Folientunnel vorziehen. Aber dennoch steht hier schon ja einiges an Jungpflanzen und das möchte ich euch heute in diesem Video am Anfang mal zeigen. Und dann gehen wir selbstverständlich später auch noch in den Garten. Viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, und wir beginnen hier vorne bei den größten Pflanzen und das sind nicht die Chilis, nein, das sind die Erdnüsse hier hinten an der Rückwand. Insgesamt haben wir in diesem Jahr 11 Erdnüsse, die 11. hier vorne, da weiß ich noch nicht, wie gut die wachsen wird, aber 10 sind es auf jeden Fall. Die sehen sehr gut aus und dann gehen wir mal hier weiter, direkt die verschiedenen Chilis. Manche sind schon ja ein bisschen größer, manche Chilis, gerade die schärferen, die bleiben aber ja auch ein bisschen kleiner. Dann, was haben wir hier vorne? Viele sagen, es ist immer mega schwer, selber zu ziehen, aber jetzt auch bei uns in diesem Jahr wieder die Erdbeeren. Insgesamt haben wir hier 5 Pflanzen vorgezogen. Daneben haben wir 2 Pepinos. Dann geht es hier weiter mit den frisch umgepflanzten Paprikas. Die stehen noch keine 5 Tage hier. Und in der Mitte verstecken sich 4 Tabakpflanzen. Auch sehr speziell Tabak im Garten. Es ist auch sehr schwer, das Ganze erstmal vorzuziehen, da die Pflänzchen wirklich sehr klein sind. Hatte ich beim Pikieren ein bisschen Angst, dass nicht alle ankommen, aber es haben alle überstanden. Und die beiden, die geben schon richtig Gas, die hinteren. Hier vorne haben wir dann nochmal Paprika Kira ausgesät. Dann haben wir hier noch Palmen, Maracuja, all das, was so ein bisschen länger braucht. Erdbeeren und Peperoni haben wir nochmal nachgesät. Und hier in dem Zimmergewächshaus. Da sind Kakteen drin. Auch ein ganz spannendes Experiment, das ich auf Instagram ausschließlich begleite. Da einfach mal reinschauen. Instagram Felix Hobbygarten. Da findet ihr mehr zu den Kakteen. Hier hinten, da steht noch einiges an Arbeit. Und zwar seht ihr hier zum einen die Paprikas, die noch pikiert werden müssen. Da musste ich letztes Mal aufhören, weil die ganzen Töpfe noch im Garten standen und ich keine mehr hier hatte. Dann haben wir hier eine Zimtpflanze, die hat mir ein Zuschauer, also der liebe Nick, geschenkt, als ich in Berlin war im Dezember. Und hier weitere Paprikas und die 54 hier, das ist bei uns die Physalis. Die 53 hier, die Auberginen, die entwickeln auch schon gerade so schöne Blätter, die sind ja sehr speziell. Und da hinten haben wir auch noch 2 Tomatillo, das sind diese beiden. Ja, und so sieht der ganze Anzuchttisch momentan bei uns aus. Ich werde heute noch weitermachen, werde noch ein bisschen Paprika aussäen und ich werde noch diese Kollegen hier von den Paprikas pikieren. Das geht aber recht schnell. Und dann gehen wir mal bei uns in den Garten, denn da oben habe ich vertikutiert, den Rasen gedüngt. Da schauen wir einfach jetzt mal hin. Doch noch mal kurz hier aus dem Keller, wo wir die Jungpflanzen vorziehen. Ich habe nämlich noch das Tomatensaatgut gefunden und wir machen ja in jedem Jahr wirklich ein Tomatenaussaatvideo und es ist immer das gleiche. Trotzdem werden die Videos immer sehr gut geklickt, weil ihr euch gerade auch für die ganzen Sorten interessiert. Habt ihr Lust, dass wir dieses Jahr auch wieder ein Tomatenaussaatvideo machen? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, denn dann stelle ich euch die ganzen Sorten vor und wir schauen uns mal gemeinsam die Tomatenaussaat an, wie wir das so machen. Hier hinter, da liegt schon ganz viel Saatgut, Kohl, Salate, Zwiebeln und so weiter. Das wird jetzt Ende März, Anfang April im Folientunnel vorgezogen. Ja, und das Wetter hier draußen heute ist einfach wieder schön. Wir haben an die 20 Grad Sonnenschein. Heute bin ich auch mal im T-Shirt im Video und wenn wir gleich in den Garten fahren, wird es bestimmt auch noch schön sein. Wir fahren heute auf jeden Fall Richtung Abend in den Garten, denn da ist das Licht am schönsten. Kommt vielleicht dann hoffentlich auch auf dem Video so rüber. Und hier in unserem Garten zu Hause ist eigentlich gar nicht so viel Spannendes, aber ich zeige euch mal einmal den Rasen, den ich neulich vertikutiert habe. Denn ich finde, das habe ich ganz gut hingekriegt. Wir haben ein schönes Vertikutierbild und der Rasen ist jetzt wieder gut durchlüftet und kann hoffentlich auch bald richtig schön grün werden. So, das hier ist das vertikutierte Bild. Hier vorne kann man das auch sehr gut erkennen. Viele kleine Vierecke drin. Wir haben einmal längs und einmal, ja, also einmal so und einmal so vertikutiert. Hat ganz gut geklappt.
Und jetzt kann der Rasen grün werden. So, ich bin passend zum Sonnenuntergang im Garten und wir machen jetzt noch eine kleine Bodenanalyse. Das heißt, wir schauen uns mal den Nährstoffgehalt unseres Bodens an und messen auch gleich den pH-Wert mit, denn das ist natürlich jetzt das Ausschlaggebende für die neue Saison. Wir sind jetzt seit Oktober und wir haben den Boden schon gut vorbereitet. Wir haben auch Pferdemist mit eingearbeitet, aber trotzdem möchten wir jetzt mal wissen, wie ist der Boden? Denn vorher war hier 20 Jahre nur Wiese. Hier ist nicht viel passiert. Es kann sein, dass der Stickstoffgehalt deswegen sehr hoch ist, weil hier immer nur das Gleiche war, immer die Wiese und nicht viel Nährstoffe verbraucht wurden. Es kann aber auch sein, dass komplett gar keine Nährstoffe drin sind, weil nie was hier überhaupt in den Boden gegeben wurde. Und um das jetzt herauszufinden, machen wir mal einmal einen Test hinten im Gemüsebeet, einmal mit der Erde im Hochbeet und einmal mit der Erde hier aus den Gewächshäusern. Und ich bin mal ganz gespannt, was uns gleich dieser Wert hier zeigt, beziehungsweise dieser Test für Werte anzeigt und ob wir da auch ja, in dieser Saison gut mitarbeiten können. Denn das müssen wir auf jeden Fall machen. Kann ich auch jedem einfach mal empfehlen, alle 1 bis 2 Jahre zu machen, den Boden zu analysieren. Kann man übrigens auch im Gartencenter Proben abgeben. Dann bei manchen pH-Werten zu sauer oder auch andersrum. Und gerade auch bei zu wenig Nährstoffen, klar, wachsen die Pflanzen natürlich nicht gut. Und deswegen empfehle ich euch das hier Bodenanalyse-Testset einfach mal machen. Ist ganz einfach, zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben ja einmal so eine neutrale Flüssigkeit. Dann haben wir hier drin das Teststäbchen und eine Tablette, die gleich hier mit der Erdprobe zusammen alles reingemischt wird. Dann haben wir hier mal einmal so einen Streifen für Nährstoffversorgung und einen Streifen für Boden-pH-Wert. Und die können wir dann auf der Seite von Cuxin nachschauen und dann wissen wir genau, wie ist der pH-Wert, wie ist die Nährstoffversorgung von unserem Boden. Und das Ganze kann man mit diesem Set dreimal machen. Ich verlinke euch das übrigens mal in der Videobeschreibung, falls ihr euch das auch holen möchtet. Dafür habe ich es euch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt führen wir so einen Test einmal durch. Die anderen Ergebnisse, die werde ich euch einfach einblenden. Aber einmal machen wir so ein Ergebnis und ich würde sagen, vom Wichtigsten, vom Gemüsebeet. So, und in der Bedienungsanleitung steht 3 verschiedene Bodenstellen und dann ungefähr aus 5 bis 10 cm Tiefe die Erde rausnehmen. Das heißt, ich mache hier mal eine Schaufel weg. Und dann nehmen wir uns dann hier ein ganz bisschen davon da rein. Ja, komm. Das war schon zu viel. Dann gehen wir mal weiter. Dann einmal hier mitten aus dem Beet. Und dann noch einmal von dieser Stelle. So, jetzt die Teststreifen liegen bereit. Jetzt sollen davon 80 Milliliter von dieser Lösung in den Becher. Das passt genau. Und dann soll unsere Erde, die habe ich jetzt mal wieder hier zurückgeschüttet, so weit aufgepüllt werden, dass insgesamt 120 erreicht sind. Da ist 100. Dann das noch rein. Dann schrauben wir den Deckel zu und sollen für 30 Sekunden schütteln. So, jetzt stellen wir den mit den 3 Farbzonen nach vorne und den mit den 2 Farbzonen, der ist für die Nährstoffversorgung, nach hinten. Den müssen wir bereits nach 30 Sekunden wieder rausnehmen und den nach 5 Minuten. Nach 30 Sekunden haben wir dann das Testergebnis für die Nährstoffversorgung und nach 5 Minuten haben wir das Ergebnis für den Boden-pH-Wert. Und ich würde sagen, ich nehme den nach 30 Sekunden raus, lege den dann dahin und nach 5 Minuten holen wir den gemeinsam raus und schauen uns dann mal beide an. Bis gleich. Ja, eine Bodenanalyse mit Nährstoffgehalt und pH-Wert ist auf jeden Fall sehr spannend. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie der Boden so bei euch aussieht. Wir haben hier ja recht sandigen Boden. Gärtnert ihr auch im sandigen Boden? Ich finde es immer sehr einfach, weil der Boden ist sehr locker, nicht so wie bei lehmigen Boden. Anders mit dem Wasser, ist auch sehr schnell wieder trocken, oben staubig.
merke ich jetzt hier gerade, wo ich den Rasen gesät habe. Da ist oben immer schnell trocken, gerade bei dem Wind, den wir jetzt hatten. Wie ist euer Boden? Wie ist euer Nährstoffgehalt? Wisst ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, und wir sehen das hier, das ist der Teststreifen vom Nährwert und ich würde mal auf jeden Fall behaupten, das heißt, wir haben so gut wie keine Nährstoffe im Boden. Gebe ich einfach mal ein. Hier habe ich übrigens die Seite, wo war es jetzt, www.dcm.garden eingegeben und da kann man das Ganze eingeben. Jetzt schaue ich mal hier, wie das beim pH-Wert aussieht. Und das ist doch schon ein bisschen bunter. Hier oben ist irgendwas drauf, das kann weg. Also wir haben unten rot, in der Mitte braun und oben gelb. Das würde ich sagen ist D, weil für E und F ist das Braun einfach noch zu hell. Gelb passt auch bei D und rot ist es aber auf jeden Fall schon nicht mehr orange. Deswegen würde ich mal sagen, haben wir D. Jetzt müssen wir hier den Code eingeben, den wir hier irgendwo dabei stehen haben. Genau hier unten haben wir einen Code stehen, den gebe ich mal einmal ein. So, bin ich mal selber gespannt. Code bestätigen. Mein Nährwert ist viel zu gering. Jetzt werde ich hier gefragt, ob ich das analysieren möchte. Nein, ich möchte kein Konto anlegen. Der Nährstoffgehalt ist anscheinend viel zu niedrig. Wir haben schon Pferdemist draufgetan, da bin ich natürlich jetzt sehr enttäuscht drüber, weil ich schon gehofft habe, dass wir hier in unseren Beeten wenigstens ein wenig Nährwert haben. Wir werden den Test aber einfach nochmal wiederholen, weil wir haben ja noch zwei davon über. Und deswegen werden wir den Test nochmal machen. Der Boden ist für die meisten Pflanzen geeignet. pH-Wert von 6. Beachten Sie, dass Böden einer natürlichen Versauerung ausgesetzt sind. Verwenden Sie also rechtzeitig das richtige Produkt. Gut, da möchten die mir jetzt natürlich die Produkte andrehen, auch wenn der pH-Wert eigentlich mit 6,0 sehr gut ist. Da werde ich nichts machen müssen, aber ich werde das mit dem Nährwert nochmal überprüfen. Da werde ich nochmal einen zweiten Test machen, weil wenn der Nährwert meines Gemüsegartens hier wirklich viel zu niedrig ist, dann werden wir ja gar nichts ernten und das wollen wir natürlich nicht. Ja, der Nährstoffgehalt in meinem Garten ist anscheinend nicht so pralle. Dafür ist der pH-Wert ganz in Ordnung. Ich werde den Test nochmal wiederholen und wir werden das in der nächsten Folge oder so sicherlich nochmal mit einbauen. Das war Folge Nummer 2 von Felix Gartenrundgang. Ich hoffe, euch gefällt die Serie. Die werden wir jetzt immer weiter fortführen mit vielen verschiedenen Themen, immer so live aus meinem Gartenalltag. Ich hoffe, euch gefällt das. Schreibt mir gerne mein Feedback in die Kommentare. Abonniert mich, wenn ihr euch das gerne regelmäßig anschauen möchtet. Kostet nichts. Abonnieren. Hier ist Abonnieren natürlich kostenlos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst. Alles Gute und ciao.